Hi, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheers to the Weekend, meinem Wochenrückblick heute vom 13.03.2016 und passend dazu auch in der 13. Ausgabe, da ich es in der letzten Woche leider nicht geschafft habe, dieses Format umzusetzen. Ich habe momentan einfach zu viel auf dem Schreibtisch liegen, unter anderem immer noch das Galaxy S7, S7 Edge, ich habe noch ein iPhone 6S für Vergleiche. Und was auch noch sehr wichtig ist, ZTE-Smartphones, ZTE-Wearables und auch noch das Honor 5X, wo ich euch das Review in der nächsten oder übernächsten Woche, je nachdem wie ich Zeit habe, präsentieren möchte. Ich habe aber vor allem auch noch zwei weitere wichtige Sachen. Zum einen möchte ich euch einen Kanal empfehlen, nämlich den Kanal von Gilly, Sascha Gilly Israel, der unter anderem einige Vlogs macht und auch mit mir in Barcelona in einer WG war natürlich, und das Video bzw. einen Link zu seinem Kanal habe ich euch mal unten reingepackt. Das zweite Wichtige und was mir natürlich auch besonders gut gefällt, ist heute mal wieder eine Verkostung von einem schottischen Whisky, nämlich The Arran Malt von der gleichnamigen Brauerei Arran und der gleichnamigen Insel, nämlich Isle of Arran. Die Brauerei, eher Distillerie natürlich, gibt es erst seit dem Jahre 1995. Und vor allem dieser 14-Jährige soll sehr fruchtig sein, etwas nach Zimt und Vanille schmecken. Von daher bin ich mal wirklich gespannt, wie dieses gute Tröpfchen schmeckt. Jetzt kommt noch ein ganz kurzes Intro und dann geht's auch schon los mit meinen Highlights der vergangenen Woche. Die erste News, oder vielmehr es sind drei News, die aber relativ schnell abgefrühstückt sind, drehen sich um den taiwanischen Hersteller HTC. Und wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, wird HTC das neue Flaggschiff-Smartphone HTC One M10 oder vielmehr, es heißt wahrscheinlich nur noch HTC 10, am Dienstag, dem 19. April 2016 vorstellen. Es gibt zwar noch keine offiziellen Einladungen dazu, das heißt die Presse hat noch keine Einladung erhalten, zumindest wir noch nicht. Allerdings hat Fleaks mal wieder auf Twitter veröffentlicht, dass eben HTC das neue Flaggschiff an diesem Datum vorstellen möchte. Und damit sind wir auch schon bei der zweiten News bzw. bei neuen Bildern, denn das HTC 10 wird zu Beginn in vier verschiedenen Farben erscheinen, unter anderem Schwarz, Gold, Weiß und Silber, die meiner Meinung nach wirklich richtig gut aussehen. Wir haben auf der Vorderseite da wieder einen Fingerabdruckscanner oder erstmals in diesem Flaggschiff-Smartphone einen Fingerabdruckscanner, und vor allem die Kamera auf der Rückseite soll definitiv besser sein. Womit wir auch schon bei der dritten News sind, und die betrifft das HTC One, und da muss ich nochmal schauen, One M9 Prime Camera Edition. Das ist eine überarbeitete Version des HTC One M9, die auf der einen Seite etwas besser wurde, aber auf der anderen Seite wesentlich schlechter. So haben wir jetzt keinen Snapdragon 810 mehr an Bord, sondern nur noch einen Mittelklasse-Prozessor in Form eines MediaTek-Chips. Wir haben keine 3 GB Arbeitsspeicher mehr, sondern nur noch 2 GB. Wir haben keine 32 GB internen Speicher mehr, sondern nur noch 16 GB. Dafür ist allerdings ein optischer Bildstabilisator auf der Rückseite verbaut worden. Was das Ganze jetzt soll und warum dieses HTC One M9 Prime Camera Edition noch vor dem HTC One M10 oder HTC 10 vorgestellt wird, kann ich euch leider nicht sagen. Allerdings ist das für mich sowas wie, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, damit ich nicht beleidigend werde, aber für mich ist das Smartphone einfach überflüssig, da das HTC One M9 schon nicht wirklich richtig gut war und das HTC 10 jetzt in Kürze vorgestellt wird. Weiter geht es mit einer kurzen und knackigen News von Huawei, denn auch die werden den April nutzen, um das neue Flaggschiff-Device vorzustellen, nämlich in diesem Fall am 6. April wiederum in London. Dann können wir das Huawei P9 erwarten. Und was wir auch noch erwarten können, ist erstmals eine Kamera, beziehungsweise eine Kamera in Kooperation mit Leica. Denn vor einigen Tagen, ich glaube, das war so vor knapp anderthalb bis zwei Wochen, hat ja Huawei bekannt gegeben, dass sie eben mit dem deutschen Traditionsunternehmen Leica zusammenarbeiten, die ja bekanntermaßen für sehr gute Objektive und auch Kameratechnik bekannt sind. Von daher merkt euch den 6. April 2016 vor. Ich werde auch live in London dabei sein, um euch erstmals vom Huawei P9 berichten zu können. Der 9. März sollte nicht unbedingt der beste Tag werden. Für mich war er zwar ganz gut, aber Vodafone hatte mit großflächigen Störungen und fast bundesweiten Störungen in ihren Netzen zu kämpfen, sodass viele meiner Freunde, Bekannte, Verwandte und auch Kollegen überhaupt nicht erreichbar waren. Und mittlerweile in diesem Handyzeitalter, Internetzeitalter, überlegt man sich dann doch, warum diese WhatsApp nicht zugestellt wird, beziehungsweise warum das Gegenüber nicht antworten möchte. Und ich war echt froh, in diesem Fall bei O2 zu sein. Diese Netzstörungen, die hielten fast den ganzen 9. März an. Bei uns war es teilweise so, dass das noch am 10. März stattgefunden hat. Und der Fehler soll in einem Datenbanksystem gelegen haben, der nun mittlerweile wieder repariert wurde, sodass das Vodafone-Netz in Deutschland wieder voll funktionsfähig ist.
Nachdem ich eben schon bei HTC in Taiwan gelandet bin, bleibe ich auch mal in Taiwan, nämlich bei dem taiwanischen Hersteller Asus. Und die haben in der vergangenen Woche das Asus Zenfone Max vorgestellt. Max bedeutet natürlich groß, gewaltig und genauso kommt das Asus Zenfone Max auch zum Vorschein. Denn es hat nicht nur ein großes 5,5 Zoll großes Display, was mit HD auflöst, das heißt 1280 x 800 Pixel, sondern auch einen riesigen 5000 mAh starken Akku, der laut Asus, und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, in Kombination mit diesem eher gering auflösenden Display bis zu 4 Tage Akkulaufzeit hervorbringen soll. Der Preis für das Asus Zenfone Max liegt übrigens bei günstigen 249 Euro. Wir haben dann noch einen Snapdragon 410 Quad-Core an Bord. Ich muss mal gerade auf das Specsheet gucken. 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB internen Speicher, den ich nochmals via Micro-SD-Karte erweitern kann. Und ich habe auch eine 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und 5-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite. Mit um die 200 Gramm und einer Dicke so um die 1,1 cm ist es nicht das leichteste Smartphone oder Phablet und auch nicht das dünnste Smartphone. Wer allerdings einen günstigen Dauerläufer sucht, mit der Möglichkeit, ordentliche Bilder zu schießen und auch den internen Speicher erweitern zu können, der sollte sich jetzt in den nächsten Tagen unbedingt mal das Asus Zenfone Max anschauen. In der letzten News geht es zum einen um meinen Kanal, aber auf der anderen Seite auch um das Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge, die ja seit der vergangenen Woche, besser gesagt seit dem 11. März, für alle in Deutschland erwerblich sind. Ich habe jetzt beide Geräte jetzt knapp 2 Wochen im Test. Ich habe einen Spieletest gemacht, ich habe Benchmarks gemacht, unter anderem mit dem iPhone 6S. Ich habe auch schon meinen Doppeltest veröffentlicht. Natürlich packe ich euch den Link in die Beschreibung und ich werde natürlich auch andere Vergleiche, unter anderem mit dem Galaxy S6 und auch dem iPhone 6S machen. Was ich dazu sagen möchte, ist einfach, dass diese beiden Geräte wirklich erstklassige Smartphones sind, die vielleicht sogar ihren Preis wert sind. Mit um die 700 bzw. 800 Euro sind die natürlich nicht ganz so günstig. Das sind natürlich auch alles Testexemplare von Samsung, sodass ich die leider wieder zurückgeben muss und ich müsste mir echt überlegen, ob ich mir für diesen Preis diese Geräte kaufen möchte, da es ja auch im Preisbereich von 350 oder 400 Euro wirklich sehr gute Smartphones gibt. Was mir hier allerdings wirklich sehr gut gefällt, ist zum einen die Tatsache, dass man die Akkus per Fast Charging und Wireless Charging aufladen kann und dass die Akkulaufzeit beim S7 zumindest mal einen ganzen Tag, also 24 Stunden beträgt, beim S7 Edge noch etwas höher ist. Die Kamera ist super genial, die löst wirklich super schnell aus und auch das Gehäuse ist natürlich wasserdicht, ganz zu schweigen von dem wirklich absolut hervorragenden Display. iFixit, dieser Teardown-Spezialist, hat jetzt das Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge auseinandergenommen und bestätigt denen natürlich keine gute Reparatur. Denn es ist wirklich sehr schwierig, im Garantiefall bzw. in einem Reparaturfall beide Geräte zu öffnen. Man kann sie zwar öffnen, aber das Galaxy S7 Edge bekommt zum Beispiel nur 3 von 10 Punkten, was aufgrund dieses sehr starken Klebstoffes, der die Rückseite, die Glasseite mit dem Rahmen und auch die Vorderseite mit dem Rahmen zusammenhält, zustande kommt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, falls ihr mal einen Garantiefall haben solltet, einen Reparaturfall haben solltet, wird es wahrscheinlich sehr kostspielig werden, wenn ihr dieses gute Stück reparieren wollt. An dieser Stelle nochmals der Hinweis, schaut euch mal den Kanal von Gilly an, der fast jeden Tag oder ich glaube jeden Tag Vlogs auf seinem Kanal präsentiert, vor allem aus der Hauptstadt in Berlin, während unseres Aufenthalts beim MWC 2016 in Barcelona. Hat er auch das ein oder andere Mal bzw. jeden Tag gevloggt und auch diese Videos in den letzten Tagen online gestellt. Das ist wirklich sehr individuell, sehr persönlich und zudem ist er wirklich ein sehr guter Freund geworden in den letzten Jahren. Schaut bei denen mal vorbei und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und habt noch einen schönen Restsonntag.